Um diese Ungleichung zu lösen, erstellen wir diese Zeichentabelle. Wir schreiben eine Zeile für die Variable x und dann eine Zeile für jeden einzelnen Faktor. Die letzte Zeile ist dann fürs Produkt dieser drei Faktoren. Zuerst suchen wir von jedem einzelnen Faktor die Nullwerte. X² ist 0 bei 0. X² minus 6x plus 9, das ist dasselbe wie x minus 3 im Quadrat. Die einzige Nullstelle hier ist also 3. Und dieses Binom ersten Grades ist 0 bei 3 halbe. Diese drei Nullstellen schreiben wir in diese x-Zeile hinein und das in arithmetischer, aufsteigenden Reihenfolge von links nach rechts. Wie man das Zeichen im zweiten Grad festlegt, wird genauestens erklärt im Tutorial D4027 Ungleichung zweiten Grades. Hier ist es aber etwas einfacher. X² wird 0 bei 0. Ansonsten ist x² immer streng positiv, weil es ja das Quadrat einer reellen Zahl ist. Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 ist. Und genau dasselbe gilt für dieses Trinom zweiten Grades, denn dieses Trinom, das ist dasselbe wie x minus 3 im Quadrat, der einzige Nullwert, das ist die 3, ansonsten ist dieses Quadrat immer streng positiv. Hier sind wir im ersten Grad. Wie man das Vorzeichen vom Binom ersten Grades festlegt, wird genauestens erklärt in dem Tutorial D4018 zum Binom ersten Grades. Wir schauen zuerst die Nullstelle, das ist 3 halbe, also schreiben wir da eine 0. Rechts von der 0 setzt man das Vorzeichen der Vorzahl von x, also das Minus, so, und links von der 0 das entgegengesetzte Vorzeichen, also Plus. Jetzt kommen wir auch schon zur Schlussfolgerung für f von x, Produkt dieser drei Faktoren. 0 mal positiv ergibt 0, also schreiben wir da 0. Positiv mal 0 ergibt auch 0. Und positiv mal 0 mal negativ ergibt ebenfalls 0. Jetzt hier. Wenn wir x ersetzen durch eine streng negative Zahl, dann ist x² streng positiv, x² minus 6x plus 9 auch und 3 minus 2x auch. Also wird das Ergebnis f von x positiv mal positiv positiv sein. Deshalb setzen wir da ein Plus. Jetzt hier. Plus mal Plus mal Plus macht Plus. Hier. Pos mal Neck, das macht Neck. Und hier Pos mal Neck, das macht auch Neck. Also haben wir so die Zeichenzeile für dieses f von x festgelegt und gefragt wird hier, wann ist dieses Produkt f von x kleiner gleich 0? Das brauchen wir nur in dieser Endzeile abzulesen. Da ist es gleich 0 und ab hier ist es kleiner gleich 0. Also in diesen zwei grünen Feldern ist diese Bedingung erfüllt. Diese zwei grünen Felder fahren wir jetzt nach oben bis zur x-Zeile, also so, und lesen ganz einfach hier die Lösungsmenge ab. Wenn x 0 ist oder größer gleich 3 halbe ist, dann ist dieses f von x kleiner gleich 0. Das heißt, die Lösungsmenge, das ist diese grüne Menge, es ist die Menge, die als einziges Element die 0 enthält, vereinigt mit diesem Intervall. Es geht von 3 halbe eingeschlossen, 3 halbe ist ja grün hinterlegt, bis immer weiter nach rechts, bis plus unendlich. Und somit ist diese Aufgabe eigentlich schon erledigt. Wir können diese Lösungsmenge trotzdem überprüfen. Wir fragen GeoGebra ganz einfach, diese Funktion zu zeichnen. Da ist der Graph dieser Funktion und wir erkennen deutlich, bei 0, bei 3 halbe und bei 3 schneidet der Graph die x-Achse. Also sind 0, 3 halbe und 3 die Nullstellen dieser Funktion, was ja auch stimmt. Jetzt schauen wir unsere Lösungsmenge. Bei 0
ist f von x gleich 0, das ist also okay. Bei 3 halbe ebenfalls. Und rechts von 3 halbe, wird die Funktion bei 3 0, ansonsten ist sie immer streng nach unten gerichtet. So. Also stimmt unsere Lösungsmenge. Und außerhalb dieser Lösungsmenge ist dieses f von x streng positiv.